Hey Charles, also herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons und gleichzeitig, also herzlich willkommen zum Erstindruck zu dem neuen DLC. Wir haben beim letzten Mal schon versucht, das Ganze so ein bisschen zu starten, das heißt, wir haben so eine gewisse Einleitung schon mitbekommen, aber was in diesem DLC Happy Home Paradise tatsächlich passiert, das werden wir heute herausfinden. Aber bevor, wir wollen wissen, was Melinda uns erzählt. Auch hier in dem Video war ich aber mal so frei und habe die Uhrzeit wieder so gedreht, dass es nicht abends bzw. nachts ist. Und wir gucken mal ganz kurz, was Neues für heute gibt. So, genau, es erfreut mich zu verkünden, dass in unserem Museum ein Café eröffnet. Aber auch weiterhin hier wichtig, das Ganze passiert erst morgen. So, das Café wird erst morgen fertiggestellt sein. Ich möchte alle bitten, sich bis dahin zu gedulden. Das heißt also, die täglichen Fossilien, die man ausbuddelt, da muss man dann einen Tag länger warten dafür. Aber, wie schon angemerkt, das soll nicht der Fokus des heutigen Videos sein. So, Eugen hat mich gebeten, diese Nachricht weiterzuleiten. Ich hoffe, seine Vorfreude ist rübergekommen. Und sonst passiert scheinbar so überhaupt nichts heute. Okay. Wenn man das Spiel normalerweise zum ersten Mal mit dem DLC installiert startet, wird man am Anfang, wenn man das Haus verlässt, begrüßt von einem Anruf von Tom Nook, der einen dann wiederum hier zum Flughafen bittet. Denn hier treffen wir dann auf Lottie, bzw. im Deutschen Carlotte, die für uns einen Job in einer Ferienhausagentur hat. Und da muss man im Endeffekt zustimmen, sie haut das Gate ab und wir können dann zu jeder Zeit, wenn wir lustig sind, das machen wir jetzt auch gemeinsam, zu Bodo gehen und danach fragen, zur Arbeit zu gehen. Ach, du gehst arbeiten. Roger. So, es kann gleich losgehen, aber bist du bereit? Hast du, was du brauchst? Okay, das ist natürlich hier durchaus interessant, denn wenn man sowas wie mysteriöse Inseln ansteuert, da macht es zu einem gewissen Grad schon Sinn, sowas wie einen Sprungstab zu haben, die Möglichkeit irgendwo hochzuklettern, vielleicht auch mal was auszubuddeln. Aber hier, mit diesem DLC, könnte ich euch nicht sagen, ob man irgendwas ernsthaft braucht, außer uns selber. Dann los, ab in die Luft mit dir. Also, Udo wird angefunkt. Und dann los geht's. Hey Robert, lass doch mal hören, bist du zum ersten Mal in dieser Ecke der Welt unterwegs? Hier gibt's einen Haufen kleiner Inselchen, wunderhübsch und so, tropisch bunt und süß. Und beim Thema bunt und süß, Lucky Lucky, Tropenobst gibt's dort natürlich auch zuhauf. Jedenfalls kann man dort mal so richtig das Fahrwerk ausfahren und den Urlaub genießen. Achso, bist ja der Arbeit wegen unterwegs, nicht zum Urlauben, pardon. Dann, schau dir einfach den Monitor vor dir an und versuche wenigstens hier an Bord zu relaxen. Hier spricht euer Captain. Kürzer erreichen wir unser Ziel. Bitte bereit machen zur Landung. Bringt eure Sitze in ihre aufrechte Position und prüft, ob auch jeder sein Gurt angelegt hat. Gut festhalten, nicht umsonst sind wir die einzige Fluggesellschaft mit Wasserlandungsgarantie. Es war trotzdem sehr, sehr merkwürdig, dass das Flugzeug einfach in der Luft stecken geblieben ist. Bono, hallo, willkommen. Du musst unser Neuzugang sein, von dem Carlotta erzählt hat. Stimmt das? Ja. Na, ich bin froh, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich bin Bono und arbeite mit Carlotta zusammen.
Alles warten sicher schon auf dich. Das Büro ist in der Nähe des Stegs, also gehen wir. Oh, ich kann ihm selber folgen. Cool. Ja, das ist einer der neuen Charaktere hier in diesem Spiel. Und er sieht natürlich wirklich sehr niedlich aus. Alles in Ordnung? Bist du nervös? Brauchst du wirklich nicht zu sein? Geh einfach rein. The hazing happens later. What the tur? Ah, willkommen. Ich habe dich schon erwartet. Und willkommen zurück, Bono. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bono, hast du ja bereits getroffen, deshalb will ich dir hier noch schnell den Rest des Teams vorstellen. Alle mal herhören, das hier ist Robert und er wird unsere Fanhäuser einrichten. Ja, und da kommen wir mal ganz kurz zu einer kurzen Beschreibung. Und zwar, wir haben hier mit Happy Home Paradise mehr oder weniger genau die gleiche Idee wie der damalige DLC zu dem 3DS-Spiel Happy Home Designer. Das heißt also, wir fokussieren uns hier in erster Linie darum, Häuser einzurichten. Und da bin ich gespannt, wie das ganz genau aufgebaut wird, denn wichtig hervorzuheben für die Leute, die mich vielleicht nicht kennen, dieses Spiel ist so der erste richtige Animal Crossing Teil für mich. Ich habe zwar in meiner Vergangenheit, glaube ich, einen DS-Teil versucht, bin aber mit dem nicht wirklich warm geworden und habe so den hier und da mal logischerweise durch das Internet einfach Sachen gehört, aber nicht selber miterlebt. Wie schön, dass du uns künftig zur Hand gehst. Unser Bono hier freut sich schon sehr darauf, dich in alles einzuweisen. In die Klapse? Kann's kaum erwarten. Das wird ein Spaß. Willkommen im Team. Immer daran denken, wenn du irgendwas wissen willst, bin ich da, um zu helfen. Okay, warum klingst du wie Sophie? Die Inseln in dieser Gegend kenne ich in- und auswendig. Stimmt, Bono ist unser Experte, wenn es um die Gegebenheiten vor Ort geht. Er kann dich direkt zu jeder Insel bringen, die dich interessiert. Ach, so viel Lob. Ich versuche auch mehr über Verkäufe und Immobilienbau zu lernen. Das fragt mich ruhig. Kommen wir nun zu Sigma. Er beschafft Möbel und kümmert sich um alles, was damit zu tun hat. Er ist zum Beispiel für das Angebot an Möbeln und Souvenirs hier im Büro verantwortlich. Ja, das wird dann eine Sache sein, die vermutlich gleich noch erklärt wird, aber sieht so ein bisschen komisch aus, so auf der Erhöhung diese Lampe und da hinten die Pflanzen zu sehen. Auch Mitarbeiter dürfen hier einkaufen, also sieh dich mal um. Vielleicht ist da was für dich dabei. Hallo. Gut, damit wären wir vollzählig. Sofern werden wir tolle Dinge vollbringen. Ich glaube an unser Team. Jawohl, ein Hoch aufs Team. Ich fand es ein bisschen schade, dass da nicht so ein Dot 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 von unserem Freund Sigmar kam, aber das war trotzdem lustig genug, dass da so eine gewisse Verzögerung dabei war. Also dann, wieso probierst du nicht mal gleich deine Uniform an? Ich hab doch schon was Schickes an. Bei der Arbeit solltest du immer eine Uniform tragen, so steht es in unseren Richtlinien. Du findest sie im Spind in der Nähe des Spiegels in unserem Pausenraum im ersten Stock. Besagten Spiegel sowie den Schrank dort darfst du natürlich ebenfalls nach Lust und Laune verwenden. Lass uns weiterreden, wenn du bereit bist. Mo. Ja, auf jeden Fall, das Wichtige ist, man wird hier bezahlt und hat die Möglichkeit, das ausgezahlte, sagen wir es so rum, wiederum in Sachen hier zu investieren. Und wie man sich vielleicht auch schon vorstellen kann, dieser DLC bringt auch noch richtig viele neue Gegenstände mit sich. Ich meine, irgendeine Webseite behauptet über 9000 Gegenstände. Klar, viele von denen sind ein Gegenstand in anderen Farben, aber es ist natürlich beängstigend trotzdem viel. So, das ist also mein Spind. Darin befindet sich meine Uniform für die Arbeit. So, diesen Spind kannst du nutzen, um Änderungen an deinen Arbeitsoutfits vorzunehmen. Ich kann also frei entscheiden. Und mir wurde selbst mein Nuckel weggenommen? Frechheit. So, wir können hier so ein bisschen durchgehen. Genau, das FHA, Hawaii-Hemd oder Strandkleid. Schön, dass man beides auswählen möchte. Er kann, wenn man möchte. Gibt es irgendwo noch ein anderes Schuhwerk, was ich anlegen könnte? Schick. Ich bin aber mal so frei und geht das da. Und ich finde es schade, dass es die Kreissäge nicht in weiß mit rotem Bund gibt. Es gibt definitiv auch eine weiße Version, jedoch nicht in rot. Okay. Hey! It's a me.
Oh, du siehst ja richtig geschäftsmäßig aus. Aha, sitzt perfekt, fantastisch. Nun, da du also unsere offizielle Uniform trägst, lass es mich ganz offiziell sagen. Du bist gefeuert. Willkommen bei der Ferienhausagentur. Oh, hatte ich was vergessen, dir unseren Namen zu sagen? Wir sind die Ferienhausagentur. Hm, super. Klingt so richtig professionell, oder? No. Unser Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihren Traum von einem Ferienhaus wahrzumachen. Damit uns das gelingt, müssen wir genau verstehen, was ihre Vorstellungen sind. Ich weiß einfach, dass du genau der Richtige dafür bist. Gut, ich denke, am besten lernt man durchs Ausprobieren, also solltest du gleich loslegen. Komm ruhig zu mir, wann immer ich dir helfen kann. Doch denk daran, ich muss hier im Büro bleiben. Aber das ist kein Grund zur Beunruhigung. Bono unterstützt dich beim Kundenkontakt. Das lasse ich mir nicht nehmen. Also keine Sorge, ich werde dir die ganze Zeit bei dir sein. Du darfst mich sogar Boss nennen. Also, wenn du magst. Okay, ich nenne dich Boss. So herum geht's auch. In Ordnung, jetzt fehlt uns nur noch die Kundschaft. So ein Zufall. Willkommen. Ach, was ist das doch für ein entzückendes kleines Büro. So von dem kleinen bisschen, während ich bei Reddit mal in den Animal Crossing Subreddit reingeguckt habe, und das ist so eine Sache, gerade jetzt hier, wo der neue DLC und auch das Patch, der Patch rausgekommen ist, kann ich das sowas von nicht empfehlen, weil Leute sind sowas von geil, super schnell da zu arbeiten, um ja für Internetpunkte und Karma oder wie auch immer hier ihre Sachen zu zeigen. Das heißt, so viele Spoilereien gehen da drin vor. Aber eine wichtige Sache gleich hier von Anfang an scheinbar, wenn man dieses Spiel hier oder das Tutorial mit, wie wir es gerade tun, der erste Charakter, den man antrifft, ist immer der gleiche. Außer, und das ist bei uns nämlich der Fall, wenn Frauke auf deiner eigenen Insel sich befindet. Das heißt, normalerweise ist immer Frauke der Elefant und hier ist jetzt Bianca die Katze. Und ich glaube, die sind beide Snooty. Das soll also ein bisschen, glaube ich, die gleiche Ecke sein. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Ach, was ist das doch für ein entzückendes kleines Büro. Ich hörte, dass man hier maßgeschneiderte Ferienhäuser im Auftrag geben kann. Das stimmt doch, oder? In der Tat, da bist du hier genau richtig. Besprechen wir doch die Einzelheiten hier vorne am Schalter. Für eine Ladezeit. Tatsächlich haben wir erst heute damit angefangen, Aufträge für Ferienhäuser anzunehmen. Welch glückliche Fügung. Nun, ich habe diese Insel schon oft besucht und verspüre jedes Mal ein angenehmes Gefühl der Gelöstheit. Die Atmosphäre hier sagt mir sehr zu, weißt du, was ich meine? Daher denke ich, dass es ganz wundervoll wäre, meine eigene kleine Ferienoase zu besitzen. Es ist nur, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich in der Sache vorgehen soll. Dafür sind wir da. Keine Sorge, wir tun unser Möglichstes, um deine Träume wahr werden zu lassen. Sprich einfach deine Wünsche mit Robert und wir beginnen sofort mit der Arbeit. Also dann setzen wir uns gleich an unseren neuen Besprechungstisch zusammen und legen los. Ah, die Brise hier ist wirklich entzückend. Wir sitzen tatsächlich draußen, aber bei dem Wetter vermutlich nicht verkehrt. Ein vortrefflicher Ort, um über ein Ferienhaus zu sprechen. Beginnen wir also. Möchtest du erfahren, was mir vorschwebt, Schnurr? Ja, bitte, in allen Details. Lass bloß nichts aus. Hast du denn schon Ideen, wie du in deinem Ferienhaus deine Zeit verbringen wirst? Saufen. Ich kann an nichts anderes mehr denken und ich habe sehr genaue Vorstellungen. Hier sind Einrichtungsstücke, auf die ich keinesfalls verzichten kann. Mein ideales Ferienhaus sehe so aus. So, Tor zum Land der Träume. Und sie will zwei Gegenstände. Ich habe definitiv, und das hat man in dem Nintendo selber Trailer gesehen gehabt, dass es auch drei sein können. Ob es noch mehr ist? Ich meine, theoretisch wäre Platz. Wäre interessant, aber sie will auf jeden Fall nur eine Lampe und ihr Bett mitnehmen. Tor zum Land der Träume, das ist doch ein tolles Konzept. Unsere Kundin hat einen Traum, bitte erfüll ihn ihr. Und was den Ort angeht... Nun, ich hatte ein Auge auf eine ganz bestimmte Insel hier in der Nähe geworfen. Und zwar... Oh ja, diese Insel. Für die nächsten Schritte solltet ihr euch direkt dorthin begeben. Viel Glück mit diesem Auftrag. Bono wird euch zu der Insel bringen, die von der Kundin ausgewählt wurde. Sobald ihr dort seid, kannst du sofort anfangen, am Ferienhaus zu arbeiten. Viel Erfolg!
Wow, das ist ja wirklich eine Insel. Und da werden wir. Achtung, nicht stolpern. Hierbei handelt es sich also um mein neues Ferienhaus. Herrlich. Können wir einen Blick hineinwerfen? No. Na klar, gehen wir rein. Du liebe Güte, eine Lieferung? Was könnte das wohl nur sein? Ja, was könnte das wohl nur sein? Oh, richtig. Dabei handelt es sich um die Einrichtung, die du gewünscht hattest. Oho, das nenne ich Service. Ich habe die Bestellung gerade erst aufgegeben. Da ist sie. Schnurr. Jetzt müssen wir nur noch einige Dinge vorbereiten, wenn du dich daher ein bisschen gedulden würdest. Ich weiß nicht, was für ein Gesicht er gerade gemacht hat, denn... Statische Kamera. Also Neuling, jetzt geht's los. Die große Show, kein Vertun. Jetzt wird's ernst. Wie du hier sehen kannst, wird die Einrichtung des Kunden schon vor deinem Eintreffen geliefert. Bitte mal auf meiner Insel so arbeiten. Du holst die Sachen mit A aus der Kiste und dann ist es an dir, dass jedes Teil seinen Platz findet. Doch bevor wir an die Arbeit gehen, sollten wir besprechen, was es alles zu beachten gilt. Zuerst wechselst du mit D-Pad nach unten in den Einrichtungsmodus. In diesem Modus ist das Entwerfen von Räumen leicht wie ein Soufflé. Mit rechts auf dem D-Pad kannst du die Items sehen, die du verwenden kannst. Also nimm das, was dem Kunden gefallen wird. Plane, probier aus und gestalte hin und her, bis alles passt. Wenn du zufrieden bist, geh zum Kunden und sag ihm, dass der Auftrag erledigt wurde. Habe ich noch etwas vergessen? Nee, ich glaube, das war alles. Also dann, Bianca, wir machen uns jetzt ans Werk, um deinen Traum zu verwirklichen. Ausgezeichnet, meinen herzlichen Dank. Ich harre dann mal gespannt der Vorstellung meines Fertigstellung meines Fanhauses. Ich bleibe in der Nähe, also lass es mich wissen, wenn du Hilfe brauchst. Und jetzt zeig mal, was du kannst. So, wir haben ein nettes kleines Klemmbrett. Warum steht hier alle hier raus? Ich brauche vielleicht den Platz. So, wir packen auf jeden Fall hier das Zeug aus. Ja, und keine große Überraschung. Das Bett ist dort, die Lampe ist hier. Und dann gehen wir mal hin. Wir können jetzt hier in diesen Modus rüber wechseln. Können jetzt hier, und zugeben, das können wir in Häusern allgemein, die Kamera auch verwenden. Wir haben die Möglichkeit, dem Boden, wie wir hier gerade zum Beispiel sind, mit Plus an die Wand zu wechseln. Und das gilt mittlerweile auch für die Decke. Das ist ein neues Feature. Ja, man muss also dann nochmal Plus drücken und man sieht dann auch oben rechts, das Icon oder der Bereich, wo wir sind, wird hervorgehoben. So, dann gucken wir mal. Kann ich hier... Okay, wenn ich X drücke, kann ich grundlegend deren Zeug einfärben. Das ist natürlich durchaus cool. So, dann rechts auf den D-Pad. Tipps zur Einrichtungsauswahl. Beim Bearbeiten deiner Konzepte verwendest du von der Ferienhausagentur beschaffte Items. Im Auftrag kannst du sehen, welche Einrichtungsgegenstände der Kunde bestellt hat. Verwende diese auf jeden Fall in deinem Konzept. Unter Auftrag werden auch weitere Objekte angezeigt, die vermutlich den Vorstellungen des Kunden entsprechen. Lass dich inspirieren. Okay, also man sieht zum Beispiel, man könnte theoretisch unterschiedliche Sachen auswählen, aber es gibt ganz vorne jetzt statt alles, wie normalerweise, jetzt auch hier den Auftrag. Wir sehen also zum Beispiel, hier sind zwei Bilder und noch zwei weitere Plätze frei. Also vielleicht ist das Maximum tatsächlich halt 4. Und dann sehen wir hier noch so ein paar andere Sachen, die empfohlen werden. Oh, ihr eigenes Bild, das ist eine Entscheidung. Oder ein Poster in dem Fall. So, und das ist dann hier so ein bisschen dieser wichtige Aspekt, wenn man das Basisspiel sich anguckt. Also New Horizons. Da ist ja der Fall, dass man mehr oder weniger doch so ein bisschen dran arbeiten muss, täglich gucken muss, um an die unterschiedlichsten Klamotten und Möbel zu kommen. Aber hier, in diesem DLC, kann man scheinbar auf mehr oder weniger alles zurückgreifen, was das Spiel einem anbietet. Und dementsprechend, das ist eine durchaus interessante Herangehensweise, weil man es einfach aus diesem anderen oder dem Hauptspiel kennt, dass man halt immer gucken muss, okay, was kann ich jetzt tatsächlich machen, was kann ich hier tatsächlich hinstellen, habe ich davon die Farbe, oh nein, jetzt muss ich darauf warten oder hoffen, dass jemand anders, den ich kenne, das hat, etc. Aber hier einfach hinzugehen und mehr oder weniger machen zu können, was man will, dann gucken wir mal ganz Einrichtung. Okay, also vielleicht wird es in der Zukunft erst mehr, aber Anleitung. Also, der Witz ist natürlich, und das ist, denke ich, so dieser ganz wichtige Punkt, wie viel Spaß hat man tatsächlich daran, Sachen einzurichten? Und da ist wirklich das Wichtige, das ist der Hauptaugenmerk dieses DLCs. Und ich persönlich habe bisher, sagen wir mal so, bisher wirklich noch nicht allzu viel eingerichtet. Das liegt aber in erster Linie wirklich daran, dass ich immer noch so ein bisschen darauf warte, auf den richtigen Zeitpunkt.
Das ist nicht uninteressant, aber es passt farblich so überhaupt nicht. Das sieht schon besser aus. Also, wir werden jetzt mal hier so ein kleines bisschen versuchen, die Sachen hier hinzubasteln. Das Wichtige ist jedoch, und das habe ich so ein kleines bisschen von dem ursprünglichen Spiel, also Happy Home Designer für den 3DS gehört gehabt, dass sie zwar immer so gewisse Vorstellungen hatten, das heißt aber nicht, dass da ein ernsthaftes System dahinter ist. Die Herausforderung kommt, die du dir selber stellst. Das heißt also, ich gehe mal davon aus. Ich könnte jetzt sagen, ja, das ist genug. Du hast dein Bett, was du haben wolltest, du hast deine Lampe, die du haben wolltest, und dann könnte man das theoretisch hier beenden und das dabei sein lassen. Wäre nur so ein bisschen langweilig. Das heißt also, wir werden mal ganz kurz hingehen, muss mal ganz kurz so ein bisschen gucken, wie man das Zeug dreht, denn ich muss ganz ehrlich zugeben. Achso, einfach einmal drauf drücken, gedrückt halten ist in die Hand nehmen. Wir werden, haben wir so ein paar Sachen da, das Ding ist größer als ich dachte. So ein bisschen was machen, aber erwartet jetzt nicht, dass ich jetzt hier euch mit meinen Ideen umhauen werde. Das soll in erster Linie auch gar nicht für jetzt die Herausforderung sein. Ich auf jeden Fall bin so ein bisschen am Überlegen, wie ich mit diesem DLC persönlich selber umgehen werde. Und meine erste Idee war so ein kleines bisschen, dass ich vielleicht hingehe und in erster Linie versuche, die Leute hier ihre Ferienhäuser zu geben, falls es möglich ist, wichtig. Aber die Idee, dass man die alten Bewohner, die mal auf deiner eigenen Insel waren, hier mehr oder weniger als Legacy beibehält. So, welche Farbe ist hier clever? Die dunkle wird es vermutlich sein. Die hab schön falsch rumgestellt. Ja, farblich passt es leider gerade so überhaupt nicht. Ich hab schön davor stellen. Schön ist auch hier, man sieht auf dem Boden, ist dann tatsächlich auch der Schatten verschwunden. Kann ich das Ding hier unten hinstellen? Da hat man gesehen, da hat er nicht genug Platz gehabt. Und dementsprechend hat er es dann auch gar nicht erst versucht, so dahin zu stellen. Aber wie man sieht, mit ein bisschen Versuchen würde das sogar funktionieren. Ich werde jetzt hier nicht allzu viel machen. Wir werden ein paar Sachen reinstellen und einfach mal gucken, ob das dann tatsächlich schon reichen würde. Jetzt habe ich nur in zwei Farben. Das ist natürlich schade. Okay, da wird also automatisch dann auch Musik gespielt. Wir hängen ihr eigenes Bild dann hier noch gleich hin. Meine große Frage ist nur, so, wenn ich das gedrückt halte, jetzt die Starttaste. No. Okay, also da muss man schon gucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier eigentlich an die Wand bringen möchte, dann würde das so nicht funktionieren. So, meine Frage ist dann jetzt wieder, Y zum Entfernen, okay. Dann gehen wir hin, No, wir wollen nicht an die Wand, wir wollen die richtigen Tasten drücken in erster Linie. Ja, wie gesagt, wir wollen aber mal so ein kleines bisschen machen, einfach um zu sehen, ob das... Das Bild habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Das ist natürlich interessant, denn man sieht da, ja, zum Beispiel hier bei dem Stäbchen Duftspender, da ist ein Bodensymbol mit dabei. Das ist also, den kann man nicht, oder das kann man nicht gegen die Wand hämmern. Aber, dass man das wiederum so dahin machen kann, überrascht mich so ein kleines bisschen. So, wir wollen, ja, machen wir nochmal irgendwas an die Decke, denn das ist etwas, wie gesagt, das ist mit dem 2.0 Patch auch hinzugefügt worden erst. Und ich selber hatte damit auch noch nicht viel zu tun. Aber ich denke, der Witz wird im Endeffekt sein... Ja. Sehr schön. So, dann lass uns mal nochmal ganz kurz hingehen. Dann müssen wir nochmal hier das machen, denn das ist mir zu freaky. Ja, okay. Also wir haben mal so ein kleines bisschen was gemacht. Das Wichtige ist aber auch hier wirklich von dem, was man selbst von Nintendo schon gesehen hat, da ist noch ein bisschen mehr möglich, dass wir vielleicht noch gar nicht können. Lass mal ganz kurz nochmal sicherheitshalber gucken. Wir können den Boden ändern. Es geht auch mittlerweile, und da habe ich noch nicht ganz raus, wie, weil ich zugeben das selber noch nicht gemacht habe. Es gibt die, die Kontrasttapete. Das heißt also, man kann unterschiedlichste Wände mit unterschiedlichen Tapeten versehen. Das heißt also, ich werde mal ganz kurz hier das da machen. Okay, damit wurde jetzt die damit automatisch ausgewählt. Lass mal jetzt auch noch gleich testen, weil das war eine Frage, die ich in dem anderen Video auch gestellt habe. Kann ich das hier machen?
Okay, also no, man kann wirklich nur eine Wand anders gestalten. Das ist wiederum schade, muss ich ganz ehrlich zugeben. Kann zum gewissen Grad verstehen, was die Idee dahinter ist. Aber wenn ich einfach mehrere Tapetenfarben haben möchte, warum nicht? Oh, und interessanterweise hier zum Beispiel ist dann, und das ist bei gewissen Tapeten der Fall, dass die einfach dann ihr Fenster verlieren. Ja, machen wir das so. Und dann finden wir mal raus, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Wie ist denn der Status, was den Fortschritt an meinem Ferienhaus betrifft? Ja, fertig, definitiv. Keine Zweifel. Dein Werk gelang, ich bin's dir zu größter Dankbarkeit verpflichtet. Also, von dem, was damals der Fall war, mehr kann ich ja bisher auch noch nicht sagen. Solange man, denke ich, diese Gegenstände, die der Kunde verlangt, hier hinstellt, kann man das Ganze nicht fehlschlagen. Oder also nur fehlschlagen, wenn man die vergisst. So, das Tor zum Land der Träume. Das ist eine nette Idee. Dass man so ein bisschen sieht, wie der Kunde sich in seinem Haus einlebt. God, it's creepy. Und vor allem ist es noch nicht mal richtig auf beiden Seiten. Ah ja, T-Posing. Oh, es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nein, besser noch. Gott, muss deine Vorstellung schlecht sein. Meine Entscheidung für ein Ferienhaus reut mich keinesfalls. Robert, ich danke dir von Herzen. Schnoo. Sieh mal einer an, dein erster Auftrag war direkt ein voller Erfolg. Ich kann es kaum erwarten, Carlotta zu erzählen, wie hervorragend alles gelaufen ist. Willkommen zurück. Also, wie war dein erster Auftrag? Erzähl mir alles. Es lief perfekt. Wirklich? Das ist schön. Die Kundin war begeistert. Ich bin richtig beeindruckt, wie professionell Robert das gehandhabt hat. Die ganzen Bilder an der Wand. Das ist ja toll. Je mehr glückliche Kunden wir haben, umso mehr wird auch unser Geschäft wachsen. Wir können es noch weit bringen. Ich bin ja so froh, dass wir dich in unserem Team haben. Danke für all deine Hilfe, Bono. Bei dir ist unser Neuzugang in den besten Händen. Ach, das gehört doch alles dazu, aber danke für das Kompliment. Gut, ich kehre jetzt zum Steg zurück. Ich bin schon ganz gespannt auf unseren nächsten Kunden. Bist du auch bereit für mehr? Oh, eine letzte Sache noch. Hier, das ist für dich. Money. Du dachtest doch nicht, dass du umsonst arbeitest, oder? Das hier hast du dir verdient. 6000 Poki. Keine Sternis? Oh, das hätte ich noch erwähnen sollen, denn es ist wichtig. Auf unserer Insel hier verwenden wir Poki anstelle von Sternis als Währung. Zurück auf Outer Heaven kannst du keine Poki ausgeben und hier keine Sternis. Unser Angebot ist derzeit noch recht begrenzt, aber du findest hier sicher irgendwas, was dir gefällt. Danke noch einmal für deine gute Arbeit. Sprich mich an, wenn du bereit für den nächsten Auftrag bist. Richtig. Ja, dann hier so dieser Aspekt. Ich kann verstehen, rein vom Design-Aspekt, warum man Leute, die über jetzt 2 Jahre Zeit hatten, Geld zu sammeln, hier nicht mit ihrem Geld einfach alles leer kaufen können. Aber da hier eine komplett neue Währung hinzuzufügen, gerade vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, waren Sternis in allen Spielen immer die Währung und dann auf einmal hier das nicht so zu haben, ist einfach merkwürdig. So, gucken wir mal so ein kleines bisschen. Das sind Souvenirpralinen. Die sind schokoladig und so lecker. Immer ein tolles Geschenk. Ein Karton Souvenirpralinen kostet 800 Poki. Auch aber wenn ich mehrere kaufe, gibt es einen Rabatt. Gott, was sind das wieder für Angaben? Also, das ist leider eine Sache, die man auch gerade bei dem Patch nochmal so ein bisschen hervorheben könnte, was ich damals nicht gemacht habe, dass es viele Quality of Life Sachen gibt, die leider sich Leute erhofft haben, aber nie passiert sind. Das heißt also hier, warum gibt es nur die Möglichkeit, ein oder drei auszugeben, wenn ich all meine 6000 für hier diese Schokoladenpralinen ausgeben möchte? Warum gibt es nicht die Möglichkeit, sagen, einen für 800 oder halt, geh, lass mich frei entscheiden? Ist ein bisschen schade.
Ja, und das ist natürlich dann hier so ein bisschen trotzdem wieder ein interessanter Aspekt, denn man ist nun mal so ein bisschen das Hauptbasisspiel gewohnt mit den 15 Millionen, die ich zum Beispiel bei mir herumliegen habe. Wenn ich was brauche, kann ich es einfach kaufen. Aber jetzt hier mit diesen 6.000, will ich hier wirklich diese Eulenuhr für 3.100 kaufen? Nochmal so ein kleines bisschen. Und das ist so die große Frage, ist alles, was man hier bekommen kann, tatsächlich neu? Denn gerade sowas wie der Spiegel oder auch hier, diese Lampe, die kommt mir sehr bekannt vor. Das hier, da kenne ich zwar auch, glaube ich, diesen Liegestuhl, den kriege ich immer in Orange, aber ich kriege den nicht in zwei Kombinationen mit einem Schirm. Also, da sind ein paar interessante Sachen dabei. Und ich denke, ich bin einfach mal so eisenhart und kaufe tatsächlich hier diese Einuhr. So, dann würde ich sagen, so mal ganz kurz noch so frei. Guten Morgen. Okay, jetzt denke ich, wir wollen erstmal noch nicht ein weiteres Haus dekorieren. Ich werde mal trotzdem mal gucken. Einmal nochmal hier oben rein. Einfach. Weil hier sind so ein paar Details dabei, die vermutlich nicht vielsagend oder vieltuend sind. Aber man hat sich natürlich trotzdem so ein bisschen die Mühe gegeben. So, und. Wer ein bisschen das Hauptspiel kennt, wird sehen, dass dieser Raum so ein bisschen anders ist. So, umziehen. Oh, man kann sogar Stabuniform hier hinzufügen. Nope, das war nicht die Idee. Uniform bearbeiten. Es wäre interessant, dass ich jetzt hier nicht einfach wieder sage, aber gucken wir mal ganz kurz. Ach so, okay. Man sieht zum Beispiel, ich mache das überhaupt nicht. Man kann also Sachen dann auch scheinbar hier reinladen, wenn man möchte. Du sahst es gerade eben noch nicht. So, jetzt sind wir mal draußen. Wir werden vermutlich bei diesem Ersteindruck, und das haben wir bei dem letzten Video auch schon gesehen, nicht alles präsentieren können, aber wir werden uns vielleicht ein bisschen hier umgucken und dann werde ich so ein bisschen darüber erzählen, was wir in dem Nintendo-Trailer so ein bisschen sehen konnten. Und das war nicht die Taste, ich drücken wollte, sorry. Sowie werde ich so ein bisschen auf Sachen eingehen, die in den damaligen DLC oder dem, das war ja, glaube ich, ein eigenes Spiel sogar, der Fall war und wie das eventuell hier aussehen könnte. Auf jeden Fall, wir starten hier mit der ersten Sache. Man sieht, hier sind sehr viele Gebäude. Das sind nicht Ferienhäuser. Der Witz ist, dass das hier eigene Gebäude sind, die wir in der Zukunft, denke ich mal, bearbeiten dürfen. Und zwar der Witz ist, von dem, was ich gehört habe, das hier zum Beispiel ist eine Schule, da hinten, das ist ein Krankenhaus. Und man kann die halt selbst dekorieren. Ich denke, das ist eine ganz niedliche Idee. Hi. Aber da ist halt nicht allzu viel. So funktioniert das mit dem Dreck nicht. Da ist halt kein wirklicher Nutzen dahinter. Es ist zwar ganz interessant zu sehen, dass da Leute dann in der Theorie arbeiten oder zur Schule gehen, wie auch man sehen möchte. Aber in erster Linie geht es einfach nur so ein bisschen als Alternativen zu den eigentlichen Ferienhäusern. So, bevor wir mit dir reden, ich will mal ganz kurz. Oh, hier sind wirklich gleich einige von euch. Interessant, denn von dem, was ich damals von diesem eigenen Happy Home Designer gesehen hatte, war so ein bisschen der Witz, dass man Leute hier so antreffen konnte und die mehr oder weniger zu den Kunden werden konnten. Ich frage mich, dadurch, dass sie ja hervorgehoben hatte, Carlotta, dass wir mit ihr reden sollen, wenn wir den nächsten Auftrag annehmen sollen, ob das zwei Möglichkeiten sind, das Ganze zu machen. Dass man entweder hier die, also mehr oder weniger frei entscheiden kann, oder dann vom Spiel einen vorgeschrieben bekommt, wenn man das Ganze nicht selber entscheiden möchte. So, jetzt wollen wir mal eine Sache gucken. So, na, hast du dich auf der Insel hier mit der Insel angefreundet? Ich glaube nämlich, sie hat dich schon ganz lieb. Das ist nicht das, was ich hören wollte. Hi, du bist aus Outer Heaven, stimmt's? Gibt es da wirklich. Ach, vergiss es bitte. Na, hast du dich mit der. Okay. Okay. Eine Sache, die der Vorgänger damals hatte, das kann natürlich einfach nur eine Situation sein, die ich noch nicht freigeschalten hatte, ist, dass man wieder die Kunden, die man bereits hatte, besuchen konnte. Und so wie ich das verstanden habe, gab es damals kein Limit. Und zwar die Idee ist, du sagst, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es war wie gesagt nicht die gleiche Person in dem damaligen Spiel, wie jetzt hier Bono,
dass man einfach aus einer Liste auswählen konnte. Und das Limit war im Endeffekt einfach nur das Limit an Bewohnern, die in dem Spiel insgesamt existierten. Also wenn du 400 Häuser einrichten wolltest, konntest du das machen. Und ich bin mir nicht sicher, wie das hier aussieht, denn wie ich ja schon so ein bisschen angemerkt hatte, die Idee, dass ich meine alten Bewohner, die so gesehen weggezogen sind, hierhin ziehen ließ, fand ich als Idee eigentlich gar nicht uncool. Denn bisher war es halt der Fall, man hat seine minimalen 10 Leute, die man haben darf, immer noch erbärmlich. Und wenn sie weg sind, waren sie weg. Das heißt, die ganzen Mottos oder Sprichwörter, die sie gelernt hatten, haben sie wieder vergessen, selbst wenn man sie in der Zukunft wieder antreffen würde. Und so die Idee zu haben, hey, die leben alle in einem gewissen Punkt doch wieder zusammen, fand ich als Idee eigentlich gar nicht falsch. Wir werden also auch hier, wie mit dem letzten Video, nicht alles zeigen können, einfach weil es sich über mehrere Tage vermutlich strecken wird, wo man dann warten muss. Aber lass uns trotzdem mal gucken, was jetzt hier nochmal passiert. So, sag Bescheid, wenn du meine Hilfe benötigst. Weiter zur Arbeit. So, alles klar, dann zieh doch mal bitte deine Uniform an. Tada. Gut, dann kannst du gleich losgehen. Lass mich überlegen. Ich glaube, du weißt jetzt, wie man ein Ferienhaus designt. Als nächstes geht es um den Verkauf. Ich möchte, dass du außerhalb unseres Büros Interessenten für Ferienhäuser findest. Aha. Letztes Mal ist die Kundin zu uns ins Büro gekommen, aber darauf können wir uns nicht immer verlassen. Zum Glück jedoch sind alle unsere Mitarbeiter sehr talentiert, auch du. Und das gilt auch für dich. Haha. Darum möchte ich, dass du eines deiner Talente weiterentwickelst. Und zwar dein Verkaufstalent. Du solltest anfangen, mit den Urlaubern auf der Insel zu sprechen und ihnen unsere Dienste anzubieten. Mach dir keine Sorgen, das ist nicht allzu schwer. Überzeuge sie einfach davon, dass sie was von uns wollen. Vertraue auf dich selbst und deine Intuition, dann haben wir im Nu ein paar neue Aufträge. Viel Glück! So, und das ist natürlich so ein bisschen die Frage, die ich einfach als Unwissender stelle. Wir haben jetzt zum Beispiel hier 6000 Poki bekommen. Gibt es da ein tägliches Limit? Denn wenn ich natürlich jetzt hier jedes Mal für jedes designte bzw. verkaufte Haus Geld bekomme, dann könnte ich natürlich hier theoretisch sitzen, bis ich genug hätte, um wenigstens alles von diesem vermutlich täglich wechselnden Sortiment kaufen zu können. Also gehe ich davon aus, weil es Animal Crossing ist, dass das nicht der Fall ist. Oh, hi. Oh, hallo, da bist du ja. Du fängst mit deinem nächsten Auftrag an, richtig? Bono wird dir unter die Arme greifen. Sind wir da drüben? Peasants. Besucher finden sich gerade am Strand dort ein. Und wer könnte es ihnen auch verdenken? Sie sind den weiten Weg gekommen, es gefällt ihnen hier. Da denken sie bestimmt an ein Ferienhaus, oder? Blickst du ihnen in die Augen? Ist es fast so, als müssten sie einen Pokémon-Kampf, als könntest du ihre Gedanken lesen. Der Wunsch, sich an einem paradiesischen Ort zu entspannen, steht ihnen quasi ins Gesicht geschrieben. Also, wenn du ins Geschäft kommen möchtest, sprich diese Leute einfach an. Okay, das soll irgendein Hinweis sein. Aber sonst finde ich es natürlich relativ ruhig, dass die Leute hier sind und es ihnen angeblich gefällt, aber ich möchte rund um die Uhr töpfern können. Okay, also nicht jeder von denen, der hier ist. Ein Holzofen im Haus ist schon echt gemütlich und ich will in einem Spa bei Wellnessrauschen relaxen. Yay, random Ferienbekanntschaft. Hast du auch? Oh hey, dein Outfit hat ja total die Ferienhaus-Vibes. Habe ich mir gedacht, irgendwie wäre es irre cool, ein eigenes Ferienhäuschen zu haben. Kannst du mir da helfen? Ein andermal. Danke, danke, danke schön. Ich bin schon total gespannt. Schickidagi. Was? Schickidagi? Die? Ah, wir überspringen den Einschritt. Dann legen wir mal los. Für mein absolutes Lieblingsfan Hausi will ich entspanntes Spa. Und sie hat zum Beispiel gleich drei Sachen ihres. Oh, dein Konzept gefällt mir gut. Gut, dann sollten wir als nächstes entscheiden, wo dein Ferienhaus stehen soll. Hast du schon Vorstellungen? Naja, eigentlich habe ich nur Peilung, was sowas angeht. Mein Ding ist eher die Welt von Glanz und Glamour. Aber ihr habt da sicher schon ein paar Empfehlungen für mich parat, stimmt's? Na gut, dann werden wir eine geeignete Lage für dich aussuchen. Auf dieser Karte kannst du sehen, welche Grundstücke verfügbar sind. Wähle ein Grundstück, das du empfehlen möchtest und schlage es vor. Bauplatz vorschlagen. Jede der kleinen Inseln in diesem Gebiet verfügt über ganz spezifische Eigenheiten. Generell ist es möglich, durch Drücken von X die Jahreszeit zu ändern. Auch kannst du pro Insel mehrere Ferienhäuser einrichten. Also wenn ich jetzt hier
D5, ja, okay, das ist die Angabe auf der Zeit, genau. Jahreszeiten. Okay, das zeigt aber die unterschiedlichen Jahreszeiten. Ja, und das war so die Sache, die mich nämlich in dem Trailer so ein bisschen überrascht hatte, im Verhältnis zu dem, was scheinbar damals Happy Home Designer konnte. Und zwar, dass man halt damals unendlich viele haben konnte. Wenn es jetzt aber hier tatsächlich darauf hinausläuft, dass man nur pro Quadrant einen drin haben darf, obwohl es ja gerade hieß, man kann da mehrere haben. Das wäre so ein bisschen schade, weil die Idee ist halt nun mal so ein kleines bisschen, zumindest damals so der Fall gewesen, dass man mehr oder weniger halt jeden, den man entgegengeworfen bekam, sein eigenes Häuschen geben kann. Aber wenn das jetzt hier natürlich dann auf einmal limitiert wäre, dann wäre das natürlich so ein bisschen schade. So, sind natürlich clever. Beste Jahreszeit. Achso, da wird auch nochmal hervorgehoben, was wirklich das für den Kunden Beste wäre. Sieht voll nice aus. Los, lasst uns sofort hingehen. Ich muss es einfach live und in Farbe sehen. Gut, dann musst du das Grundstück aufsuchen, um vor Ort mit den nächsten Schritten fortzufahren. Nimm die Kunden am besten leicht mit dorthin. Wie ich dich kenne, wirst du sicher eine Meisterleistung vollbringen. Ich kipp aus den Latschen, das ist ja noch mal eine Nummer krasser als auf dem Bild. Ich liebe diesen Look. Der Standort ist also genehm, das ist großartig. Also schön, ich warte so lange hier auf dich, bis du fertig bist. Falls es nicht gut laufen sollte, frag mich einfach um Rat, aber keine Sorge, du schaffst das schon. Wenn du auch den Garten anlegen möchtest, geht das ebenfalls über den Einrichtungsmodus. Probier es doch einfach mal aus, falls du eine Idee für die Gartengestaltung hast. Aber jetzt bist du erstmal dran, Robert. Yay, du schaffst das. Ja, das ist relativ wichtig. So merkwürdig das hier abgesperrt aussieht, das ist ebenfalls ein Bereich, den wir hier nutzen können. So, gucken wir doch einfach mal. Was Feines haben wir denn hier? Außenanlagen dekorieren, yes. Zäune bauen, Wege anlegen. Oder einfach nur Steep hat gesagt. Hoch, Tageszeit und Wetter anpassen, Jahreszeit ändern, Milbe oder Pflanzen platzieren. Außenansicht umgestalten, platziere den Zeiger auf ein Haus und drücke X, um sein Äußeres anzupassen. Oh, cool. Also selbst das können wir hier anpassen. Und das ist doch gar nicht verkehrt. Okay, ist auf einmal überraschend klein geworden. Und da sieht man dann schon, da sind ein paar Optionen mehr mittlerweile. Und das ist natürlich durchaus cool. Da habe ich auch einige von denen so noch nicht gesehen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe da jetzt nicht allzu viele Vorstellungen wie beim Anfang. Aber das Wichtige ist, wie ihr schon ein bisschen angemerkt, man hat die Möglichkeit, in der Zukunft zu jedem seiner Kunden zurückzukehren, Sachen nochmal anpassen zu können, wie man da Lust und Laune hat. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen dieser Hauptaspekt. Man guckt, man plant und solange man so ein paar dieser grundlegenden Voraussetzungen erfüllt, kann man hier doch so ein bisschen machen, was man möchte. Okay, wunderbar. So, dann gucken wir doch mal, wie das hier aussieht. Also, so wie es scheint, wenn man wirklich ulkig ist. Ach, das ist ein Wand? Ein Muschelmensch? Okay. Du war chunky. Dann würde das sogar in Ordnung gehen, das hier unten hinzustellen. Muss immer noch zugeben, ich finde die Entscheidung für die Tasten immer noch so ein bisschen ungewohnt. Und gerade vor allem, man ist eigentlich eher so gewohnt, zumindest ich persönlich, dass man, wenn man was auswählt, dass man das gleich platzieren darf. Und nicht einfach platziert wird und danach man selber entscheiden muss. Also für mich ist die Schrittreihenfolge so ein bisschen ungewohnt, aber es ist nicht schlecht oder ähnliches. Oh, ein Whirlpool. Aber der Whirlpool wird definitiv dann nicht. Interessanterweise, die haben alle ihr Foto. Ich dachte, das wäre so vielleicht so eine gewisse Eigenheit, dass man. Oh. Dass gewisse Leute halt so, nennen wir es mal, eitel sind und ihre komplette Wand so einrichten. So, ich würde mal sagen. Regenbogenfarbensaft. Meine, cool sieht's aus. So, und ich bin einfach mal so langweilig.
So, meine Frage ist immer noch, das mit den Wegen habe ich nicht ganz verstanden. Achso, da muss man wieder auf Plus gehen. Okay, also da könnte man das dann selber entscheiden. Gibt es hier irgendwas Gescheites, was man... Oh, ein Eiszaun. Ein Bambuszaun. Ein Blechzaun. Ja, super einladend. Interessanterweise nicht jeden von denen kann man um designen. Meine Frage ist, gibt es Zäune, wo man theoretisch auf andere Designs zurückgreifen kann? Also nicht irgendwas wie Muster oder eigen erstellt oder runtergeladene Sachen. So, gucken wir mal. Okay. So also ein bisschen herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Kann ich die Absperrungen, die es hier gibt, irgendwie farblich anpassen? Ich muss ganz ehrlich zugeben, die sehen halt nun mal ultra hässlich aus. Ja, hier haben wir leider so ein Problem, was sie nie wirklich bereinigt haben. Dass man... Ew, kann ich die nicht drehen? Achso, drehen ist hier mit den Tasten. Das ist ein bisschen komisch, dass sie das dann halt wiederum anders designt haben als... Bei dem, wie beim Positionieren von... So, hier kann ich zum Beispiel wirklich gar nichts hinten lang machen. Da kann ich einen so im, als, um die Illusion zu geben, als würde es da hinten entlang gehen. Beziehungsweise, kann ich das Ding hochheben? Kann ich. Okay, dann nehme ich das zurück, was ich gerade sagte. So, jetzt muss ich trotzdem wieder erstmal dahin gehen. Kann ich jetzt? Jetzt kann ich das da hinten entlang machen. Okay, das sieht dann schon mal eine Ecke besser aus. Also, hier, wie auch in dem ersten Haus, wir werden jetzt hier nicht allzu viel machen. Oh, so, und jetzt kommen hier das Zeug nochmal dazu. Meine große Frage ist jetzt halt nur, dadurch, dass ich die ja... Hier ist nicht genug Platz. Deswegen, das finde ich halt so ein bisschen... Jetzt muss ich nämlich erstmal hier hin. No, erstmal so hin. Stell den da hinten hin. Stell das da drauf. So, jetzt will ich wissen. Was passiert, wenn ich sage, no? Das will ich nicht. Gut, das zählt trotzdem, weil wir draußen nämlich einen von denen stehen haben. Ja, und das ist dann halt so dieser interessante Aspekt, dass man halt so überhaupt nicht auf irgendwas achten muss, was finanzielle Sachen betrifft. Habe ich schon mal erwähnt, dass das doof ist. So schön ist trotzdem, dass ich von hier aus wenigstens noch die Farbe nochmal anpassen kann. Oh. Also ich von allein gedreht. Wo würde ich das Ding hinhaben wollen? So? So? Maybe? So, was wir dann ebenfalls wollen, ist das ein Strandtuch. No, das wollen wir so eigentlich nicht. Lass mich mal gucken. Gab es nicht eine Sache, wo man... Ah, hier. Vinyltuch. Gelbstreifenteppich. Monochron. Oh, das Ding ist größer als erwartet. Ja, das ist das Doofe. Jetzt muss ich hier erst wieder raus. Hier das wieder wegmachen. Sonderweise 5x5. Okay, das ist so ein guter Hinweis. Das Zeug ist alles viel zu groß. Ich will eigentlich wirklich vielleicht so ein maximal 1x1-Ding haben. Mit der Idee. Ja, von mir aus. Gucken wir mal, was wir hier für Boden haben. Also meine Idee war eigentlich, dass man irgendwas wie, nicht ein Teppich, aber halt was zum Abtrocknen dahinstellt. Glitter. Sandboden. Dann gucken wir nochmal Boden an. Und das Schöne ist, man kann das hier nebenbei machen, während das schon offen ist. Animierte Wände, das ist etwas, was wir auch brauchen. Das ist nämlich sehr cool, wenn auch freaky. Hänger, Deckenventilator, yep. Könnt mir erzählen, was ihr wollt. Es ist vermutlich trotzdem hier relativ warm. Ja, das ist natürlich dann hier so ein bisschen ulkig. Will man dann tatsächlich, wenn man sowas hat? Oh. Das Foto von Bianca ist jetzt auch hier dabei? Okay, dementsprechend, ich bin mal so frei und... Hämmer einfach mal ein Foto hier noch mit hin. Und ich schmeiße einfach die beiden auch mal hier hin. Aber weil ich wissen will, ob das Auswirkungen auf das eigene Spiel hat.
Das ist nämlich auch ein relativ wichtiger Stichpunkt, den wir gleich besprechen werden. Ja, natürlich immer so irgendwie, dass man hier zum Beispiel jetzt eine Toilette bekommt. Holzkisten. Also es ist interessant zu beobachten, dass man hier Vorschläge bekommt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich beim ersten Kunden... Ich bekomme hier zum Beispiel nicht mal ein Bett angeboten. Ha. Es gibt zwar definitiv eins. Ich habe es schon versucht, dreimal zu spawnen. Genau. Genau. Hier ideal. Falls man dann meint, ganz schnell sich nass machen zu wollen, dann muss man halt nicht da reinstrullern, sondern man kann einfach darüber rollen. Ideal. Genial durchgedacht. Also, ich bin mal ganz kurz so frei. Und werde es dabei belassen. Klar, man könnte noch bei Weitem mehr Details hinzufügen, aber... Ich werde aber nochmal gucken, jetzt hier zu guter Letzt. Wie weit bist du mit dem Haus? Es ist fertig. Nice, auf den Moment habe ich gewartet. Ja, und dann natürlich auch hier wieder die Hausvorstellung. Meine Frage ist, könnte man das theoretisch überspringen? Ich meine, ich würde es nicht machen wollen, weil... Okay. Das ist aber wirklich ein Bottich. Du hast so viel für mich getan. Bin ganz zipplich vor Aufregung. Könnte aber auch an viel im Kaffee liegen. Ah, wie wär's, wenn wir meinen Palais gleich mal mit einem Fashion-Fotoshooting für die Ewigkeit festhalten? Okay. Cool, cool. Dann nutz einfach die Kamera-App auf deinem Nook-Phone und knipst da was Zeug los, hey, das Zeug hält. Apropos Kamera, wir haben auch ein Konzept-Portfolio, in dem wir Bilder von fertigen Projekten präsentieren. Wäre es in Ordnung für dich, wenn wir dein Bild dafür verwenden? Was? Wie crazy ist das denn? Meine Ferienwohnung? Ein Modell? Die wird doch bestimmt bald so rührt sein wie ich. Toll, vielen Dank. Gut, dann schieß ein paar Bilder, die was hermachen, Robert. Wenn dir ein richtig gutes Foto gelingt, schließe die Kamera-App kurz und zeige das Bild dem Kunden. Pass auf, dass du nicht versehentlich erneut den Auslöser bestätigst und dein Foto überschreibst. Gut, ich gehe dann wieder raus. Du weißt ja jetzt Bescheid. Kann wirklich nur ein Foto machen? Gib laut, wenn alles im Kasten ist. Und denk daran, es muss natürlich wahnsinnig cool aussehen. So, nach dem Bau eines Ferienhauses ändere Outfits mit Hilfe von rüber nach links und bewege Charakter mit Hilfe von rüber. Oder nach unten in dem Fall. Okay. So, Dinges. Kann ich dich? Ich kann nicht komplett drehen, richtig. So. Ich kann. Aha, ihr Outfit komplett anpassen, wenn ich will. Yep. So, wunderbar. Was ist jetzt hier nochmal? Wie kannst du die Kleidung aller Anwesenden? Wähle jemanden außer dir und drücke Y, um den Partner-Look-Modus zu gelangen und jemanden einen das gleiche Outfit zu geben. Okay. Ah, nochmal hier richtig reingeguckt. So, dann gehen wir jetzt hin. Oh, hier ist das Licht anpassen. Ich drücke alle Tasten aus, die richtigen. Natürlich. Also auch nochmal wichtig, dass man hier ebenfalls diese Option bekommt. Wir gehen in die Kamera. Charaktere anzeigen oder verbergen. Drücke auf L, um den Charakter zu verbergen oder anzuzeigen. Drückst du erneut L, kannst du deine Auswahl ändern. Während du den Joy-Con waagerecht hältst, ist der Verbergen nicht möglich. Wenn du es schon Joy-Cons. So, wir gehen hin und aktivieren die Handkamera. Ja, genau. So, wir sagen, Hilfe ausblenden. Und gehen mal. Wer hat gesagt, dass du dich bewegen darfst? God damn it. Dich doch gerade eben richtig positioniert. Denn ich will den besten Filter von allen einsetzen. Ich mich ja zu dir.
Okay. Ja, das ist das Bild, das wir definitiv haben wollen. Da. Na, schon ein paar preisverdächtige Fotos geknipst? Jawohl. Ist es abgefahren? Vielen, vielen Dank, dass ich gerade aus dem McDonald's gekommen bin. Also im Ernst jetzt, du hast mir total den Tag versüßt. Willkommen zurück, wie ist es denn gelaufen? Prima, definitiv. Der Kunde war vom Ergebnis sehr angetan. Wie schön, dass man sich auf deine gute Arbeit verlassen kann. Nur weiter so. Hier, das sind seine 6000 Poki. Also das ist scheinbar das immer. Zeig Carlotta doch mal das Foto, das du geschossen hast. Ist das etwa das Ferienhaus in deinem letzten Auftrag? Klasse, das ist dir richtig gut gelungen. Der Kunde war mit der Operation Fotoshooting sogar einverstanden. Außerdem ist es okay, wenn wir ein Foto in unserem Konzeptportfolio veröffentlichen wollen. Oh, wirklich? Das ist ja toll. Ich verwende eine App, um die Informationen über die von uns realisierten Projekte zu verwalten. Wenn wir Fotos haben, sieht man gleich auf den ersten Blick, welches Ferienhaus wie aufgebaut ist. Probieren wir es doch mal einmal aus. Wenn du dein Nook-Phone herausholst, schicke ich dir gleich die App. Nicht auf die erste Seite. Hier, bitteschön. Mit der NDSH-App kannst du dir jederzeit Informationen zu den Häusern ansehen, die du gebaut hast. Könnte ich das Foto bekommen, das du empfangen hast, das aufgenommen hast, dann werde ich es gleich hinzufügen. Gott, das ist furchtbar. Ja, entspannendes Spa. Das hat funktioniert und ich finde, dass dieses Haus dir wirklich gelungen ist. Ich denke, wir werden die Fotos in dieser App nutzen, um die Konzepte der Ferienhausagentur zu bewerben. Also denk bei deiner Arbeit an den Ferienhäusern unbedingt auch daran, Fotos hinzuzufügen. Ist das in Ordnung? Und vielen Dank für deine Unterstützung. In Ordnung. Möchtest du für heute Schluss machen oder lieber noch etwas länger arbeiten? Ich sag mal, ich mach mal Schluss. Alles klar, schönen Feierabend. So, dann bin ich mal ganz kurz so frei, dadurch, dass ich jetzt hier nochmal was bekommen habe. Kaufe ich gleich mehrere von denen. Und von mir ist auch nochmal die Dinger, denn mittlerweile habe ich hoffentlich... Wurde mir eigentlich gar nicht gesagt, ob ich eine Lagervergrößerung jetzt bekommen habe. Oh well. Zu guter Letzt. Wir gucken mal. Achso, solange ich nicht im Arbeitermodus bin... Sind die einfach nur hier? Oh, hier sind aber wirklich nochmal einige hinzugefügt worden. Cool. Also, man sieht, selbst mitten hier in der Stunde, man hat noch nicht alles freigeschalten. Und das ist ein bisschen das Wichtige. Es gibt hier wirklich noch so einiges, das man machen kann. Aber wir wollen mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt zurückgehen. Ah, ich soll ja erwähnen, dass wir unseren Service erweitert haben. Das wird dir das Leben erleichtern. Harvest Insel ist nämlich jetzt ganz bequem per Direktflug zu erreichen. Hätte man das nicht für mysteriöse Inseln machen können, dass ich einfach von dir aus die nächste ansteuere? Danke, dass du mit Dodo Airlines fliegst. Immer eine gute Wahl. Gut. Dann mal eine Ansage, was du jetzt vorhast. Ich möchte zurück. Zurück nach Outer Heaven. Korrekt. Ach ja, wenn wir gerade schon bei Harvey sind, einfach mal so als Nebenbei für die Leute, die das andere Video gesehen hatten. Die Company Town, die Harvey da aufbaut. Man kann nicht einfach mit 700.000 dahin gehen und alle von denen aufbauen. Man kann nur einen nach dem anderen machen. Toll. Wunderbar. Wir sind wieder auf unserer eigenen Insel. Und wir dürfen jetzt mal ganz kurz herausfinden, ob hier etwas passiert. Wenn wir zu unserem eigenen Service Center zurückkehren. Okay, ihr wartet schon auf mich. Ah, Robert, hallo, hallo. Dein Lager zu Hause ist jetzt schön viel mehr Platz, hm? Den kannst du für Möbel und sonstigen Kram nutzen. Wir können dein Lager zu Hause erneut erweitern, falls du dich eingeengt fühlst. Wenn du das in Angriff nehmen möchtest, such mich zwecks eigener Einberatung auf. Sonst irgendwas?
nichts anderes erzählen? Weil da muss ich nämlich jetzt hier einfach so ein bisschen hingehen und erzählen von dem, was ich schon weiß. Na, scheinbar nicht. Schade. Es wird also so eine Sache sein, die man vermutlich erst über die Zeit dann freischalten darf. Und zwar ein wichtiger Punkt ist, wir hatten gesehen gehabt, als wir oben uns umgezogen hatten in unserer Ferienhausagentur, dass dieser Raum A sehr groß war und in zwei geteilt war. Und das wird eine der großen Features sein, dass man größere Häuser bauen kann und diese mit Trennwänden so ein bisschen einteilen kann. Und das ist meines Erachtens eine sehr coole Sache. So, die nächste coole Sache ist, und da ist auch hier wieder die Frage, wann man das tatsächlich freischaltet. Es wird also noch vermutlich ein bisschen dauern, aber wir können munter Leute auf diesem Ferienhausinsel deren Häuser einrichten und dann irgendwann auch für unsere eigene Insel. Und das ist so ein Feature, das dringend notwendig war. Denn für Leute, die es ein bisschen aufgepasst haben, das Spiel selber gespielt haben, die ersten 5 Nasen, die man aufgedrückt bekommt, haben niemals die Ehre, ihr entweder eigenes Haus zu bekommen oder ihre Häuser abzugraden. Und für diejenigen, die halt lange durchgehalten haben und diese nicht mittlerweile abgegeben haben, ich habe mittlerweile bei mir schon keinen mehr von den 5 auf meiner Insel, man könnte also jetzt hingehen und endlich denen gescheitere Häuser geben, beziehungsweise logischerweise, dass dann, wenn man neue Leute bekommen hat, deren Häuser kann man dann auch irgendwann anpassen. Und das ist meines Erachtens sehr, sehr cool, dass viele dieser Sachen, die man mit diesem DLC, nennen wir es mal, lernt, dass man die dann auch irgendwann hier auf der eigenen Insel im Hauptspiel nutzen kann. Und das ist durchaus cool, aber wie ich schon ein bisschen angemerkt habe, es gibt noch so ein paar weitere Sachen, die es geben wird, die man freischaltet, die man dann vermutlich auch hier benutzen darf, aber das werden wir heute leider einfach nicht mehr schaffen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Grundlegend, Happy Home Designer hatte definitiv seine Probleme, aber zu einem gewissen Grad existierten meines Erachtens diese Probleme daran, dass Leute vielleicht sich selber nicht herausfordern wollten. So habe ich es im Endeffekt damals ja gesagt. Die Idee, dass man sich hinsetzt und denen etwas machen möchte, weil man es selber so haben möchte. Das Spiel gibt dir zwar Vorlagen, aber wie genau die umsetzt, das muss man dann tatsächlich selber einfach wissen. Und dementsprechend, das ist die große Frage für einen selber. Ist man 25 Euro bereit zu zahlen für das Einrichten von Häusern an einem Ort, wo die Leute vermutlich nur geringfügig mit einem interagieren? Das ist also nicht hier wie in dem Hauptspiel, wo man seine eigene Insel hat, alles hier machen kann, die Leute einlädt, wieder rausschmeißt und mit denen so ein bisschen interagiert, sondern man macht deren Häuser, hofft so ein bisschen, dass denen das gefällt, aber ich glaube, mehr ist da sonst ernsthaft nicht gegeben. Ist auch, glaube ich, nicht der Fall, dass man Leute, die im Ferienhaus leben, dann hierhin irgendwie einladen könnte und oder ähnliches oder umgedreht von mir aus auch, dass Leute, die hier lebten, dann da irgendwie hingebracht werden könnten. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein, aber das ist das, was ich hier so ein bisschen bisher gesehen habe oder vermute einfach nur. Und damit kommen wir zum Ende. Wie ich schon ein bisschen in dem anderen Video angemerkt habe, ich werde vermutlich nochmal so ein bisschen hier auf meine Insel in der Zukunft zurückkommen. Wann ist eine andere Frage. Aber einfach mal so ein bisschen präsentieren, wie sich das Ganze verändert hat und vielleicht wie sich auch meine Meinung zu gewissen Features, die entweder in dem 2.0-Patch gekommen sind oder hier mit dem DLC. Aber für jetzt bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.